Hallo und herzlich willkommen zu NBA 2K16, beziehungsweise nein, 17 ist es eigentlich, Episode 10 mit dem ersten Saisonspiel. Aber erstmal chatten wir ein wenig mit unserer Mutter, Chris John Reeve, aka Press, the President of Basketball. Chatte mit seiner Mutter, könnt ihr ein bisschen lesen. Ja, wir sind heute an unserem ersten Saisonspiel dabei, also der erste Tag, wo ein Spiel dran steht, das ist der zweite Tag in der NBA. Der offiziellen regulären Saison als Rookie. Und nun ist der erste Spieltag quasi, beziehungsweise das erste Spiel an dem Tag heute. Und ja, da dachte man sich, chat mir noch kurz mit der Mutter hier, könnt ihr euch ein bisschen durchlesen. Ich rede einfach ein bisschen währenddessen. 26. Oktober aktuell. Da ist auch das Spiel. Und wir spielen gegen die New Orleans Pelicans mit Anthony Davis als Starspieler bei denen. Mal gucken, wie das so geht, weil wir ja noch nicht so viele Minuten haben. Hier chatten wir noch mal ein bisschen mit Denver kurz. Das geht auch schnell. Und ja. You know that tomorrow I'm hustling like there's only one more second left for this hustle. Don't bother me. Naja. Ist ein bisschen so, Chat mit Denver ist nicht so inhaltlich wichtig eigentlich. Ich zeig's trotzdem. Und das war's auch schon. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir ins Spiel. Also viel Spaß. The 2K Sports Pregame Show, presented by Kia. Game one of the NBA season. A time of hope. A time of optimism. There's that word again. You know what? That was so... I don't know. It was so deep and it was so heartfelt the way I delivered it, I thought. I almost can't go on. I'm just bright-eyed and bushy-tailed. Oh, well, let's move on. Kenny's here. Shaq is here. Right, are you a rabbit? And on tap tonight, it's the New Orleans Pelicans going up against the Denver Nuggets. Well, for Denver, all their practice, their preparation, and their planning is finally out of the way as they take the court for game one of the new season. And they'd like nothing more than to start it on a winning note. This game has been a long time coming, and I'm sure they're ready for it. And what a joy to behold opening night of a new NBA season. A fresh start for everybody, including us. Shaq, what are you looking forward to this year? Well, some of the almost teams that couldn't get over the hump last year, I'm interested in to see if they've taken that next step. It's always interesting to see the young players and how they develop during the offseason. Were you partying or were you practicing? Ooh, I like the party practice thing, the P or the P. But I'll tell you what, this is the time of optimism. Everyone says it's a fresh start at 0-0. We should all be in the mix, but that's not reality. But I like the optimism right now. Fantastic. Yeah. Opening night, fresh start. Have you lost weight? Yes, I have. You look tremendous. I really have. Thank you, Ernie. Shaq, just a physical specimen. That's all I can say. Was that a low blow, Ernie? It was not, as a matter of fact. You look great. I'm really... You know, we had an off season, and here we are, and you look like you're in game shape. Because I'm really optimistic about the question. Oh, you throw a big word, I throw a big word. Optimism, one, optimistic. But don't matter. It's still a big word. That'll wrap it up as we take you courtside. Thank you so much for joining us. You do. You look great. Yes, Ernie. I lost 2 pounds over the whole summer. Yo, Mr. President. What's up, man? Just wanted to catch you before your debut to the nation. You like how I keep dropping those presidential references into the comments? I like that. I mean, you are a writer. So, any quotes before the game? Nah, not right now. All right, laser focused. Yep. I'll jot that down. Seriously, man, good luck. Thanks, Jay. Yeah, I'll see you after the game. All right, I'll be here. I'll be watching. You better be. Ja, damit sage ich recht herzlich willkommen zum ersten Saisonspiel. 0-0 ist aktuell die Bilanz von beiden Teams. Erstes Spiel also für beide in der Smoothie King Center.
Hier sind wir ein bisschen in Practice, so im Aufwärmen, ein paar Würfe machen. The New Orleans Pelicans preparing to defend home court in this Western Conference battle and going against Denver, their first game of the NBA's regular season. Guys, they came out on top of the season series matchup a season ago, taking two of the three away from them. And they won the season series against this. Naja, jedenfalls lasse ich die Kommentatoren mal jetzt nicht mehr weiterreden. Hier Coach, unser Coach Mike Malone gerade zu sehen. Hier sind die Aufstellungen, die Startaufstellungen. Wir sind natürlich noch nicht in der Startaufstellung. Wir sind aktuell noch in der Rotation, am Ende der Rotation eher gesagt. Ja, und ja, Pre-Game-Tipp oder Game, wie auch immer man es nennt. Ja, wer gewinnt den Ballbesitz, sind wir, die Nuggets, die Denver Nuggets oder die New Orleans Pelicans. Keine Ahnung, habe ich jetzt nicht reingeschnitten. Egal, wir werden eingewechselt. Sind noch 4 Minuten zu spielen vom ersten Viertel. Wir spielen Play. Funktioniert natürlich nicht, wer hätte es gedacht. Gallinari hier am Ball. Macht ein paar Dribblings und kriegt den Wurf rein. Ja, danach in die Pelicans direkt mal eine Auszeit. Wir führen mit 2 Punkten, 16 zu 14. Unser Coach hat was zu sagen. Assistant Coach. Listen, guys, we've got one guy doing all the damage out there. Ja, und deswegen versuchen wir den einen Typen ein bisschen aufzuhalten in der Defense. So, dann spielen wir wieder unser Play. Wir laufen hier den Spielzug, kriegen den Ball hier in der Dreierlinie. Wir werfen und treffen. Ganz einfach. Unsere ersten Punkte in der NBA vom President, höchstpersönlich. Ja, jetzt Joffrey Laverne macht das Pickplay. Wir übergeben den Ball an Gary Harris. Er macht den Dreier, trifft. Alles cool. Ja, wieder hier ein bisschen. Wir übernehmen den Ball, laufen das Pick mit Yusuf Nurkic und werfen wieder den Dreier. Und er geht wieder rein. Mit ein bisschen Glück. Aber gut, das braucht man immer. Hier mache ich den And-One, indem ich einen Eurostep mache, also so links, rechts. Dann kriege ich auch die Trophäe. Ersten And-One zu machen. Hier, und jetzt Eurostep und dann das Foul gezogen. Ich mache den Korb rein. Das heißt, ich kriege die 2 Punkte vom Korb plus einen Freiwurf. Und wenn ich den And-One jetzt reinmache, also noch den einen Punkt, den einen Freiwurf auch noch reinmache, dann ist alles cool und ich mache ihn rein. Perfekt, wie führen. Sehr schön. You know, it's a humbling feeling to be in the NBA. I mean, there's a lot of pressure to be great, but I got great teammates, I got a great coaching staff, I got a great support system, and all of them are pushing me to achieve my goals. So I know it won't come easy, but if I do know anything, I know I'm up for the challenge. Das ist der Punkt, und Coach will wieder mit uns reden. Wir sind gerade eingewechselt worden, und jetzt gibt's noch die Auszeit von uns, und deswegen Coach will was sagen. I want to focus on getting some points when the clock is stopped. If we spread our shooters, we will get better looks. So let's play smart basketball and spread the floor. Here we go. Let's get some buckets. Pretty good. His timing on defense. Ja, und jetzt hier. Interesting to see how he develops in the next couple. Ziehen wir das Foul gegen Anthony Davis. Gott sei Dank wurden wir nicht geblockt. Da hatte ich schon Angst. Also wir haben aktuell 9 Punkte, 1 Rebound und kriegen jetzt 2 Freiwürfe. Natürlich, weil eben das Publikum der Pelicans gegen mich buht. Es ist hier ein bisschen schwieriger, das ist der Heimvorteil der Pelicans, weil wir auswärts spielen. Ja, aber ich mache den ersten rein, klatsche mit allen ab. Gucken, ob ich den zweiten reinkriege. Ja, natürlich kriege ich ihn rein. Was sonst? So, 11 Punkte schon mal, ist schon nicht schlecht. Und jetzt sind wir hier. Ich warte, bis der Pick gestellt wird, beziehungsweise bis er aufgepostet wird. Und dann passt er zurück. Und ich denke mir, nimmst du einfach den Wurf, Perfect Release drin. Alles cool. Spiel zu Ende. Beziehungsweise, nee, Halbzeit ist es gerade. I love the energy, fellas. I really do. But now we gotta keep it up and stay focused. Do not take your foot off the gas, gentlemen. This is our game. Come on! Ja, unser Spiel ist das. Gar nicht. Ich werde nämlich nicht mehr eingewechselt. Die zweite Hälfte habe ich gar nicht mitgespielt. 50-38 führen wir zur Halbzeit. Es wird in Overtime gehen und wir werden es verlieren. Deswegen sage ich jetzt schon mal, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Es kommt noch ein kleiner Clip jetzt. So it's a narrow victory for the Pelicans, pulling it out for the W. They escaped with a victory, although they needed an extra period to get it back. Yeah, but what a great game. I mean, both teams, I felt like, gave it their all. But when it came to OT, it was just all about sheer determination on their part. And now we'll send it over to David Aldridge, who is standing by courtside. David. Thanks, Kevin. Jrue, congrats on the win. Everything seemed to start working in the second half. What changed for you? I think we just picked it up in the fourth quarter. I mean, they were kind of there the whole time, but in the fourth quarter, we really, rev it up. Great to see you back on the court, Jrue. Thanks very much. Back to you, Kevin. All right, David, great job. Thanks so much. That concludes the first game of the NBA season. So for David Aldridge, Greg Anthony, Trent Barry, and the whole 2K Sports crew, I'm Kevin Harlan saying... We got to start talking more on defense, fellas. Talking myself here.